Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Mars Orakel. Im Zeitraum von 29. Mai bis 4. Juni 2018. Dieser 29. ist ein Dienstag und Dienstag ist ein Mars-Tag. Also wir schauen die Mars-Energie an. Astrologisch kann ich beschreiben, dass zurzeit, auch in diesem Zeitraum, Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Also in erster Linie spüren die Wassermann-Geborenen die Mars-Energie. Sonne befindet sich im Zwillingen. Beide Tierkreiszeichen, auch die Wassermann, auch die Zwillinge, gehören zum Luftelement. Also verbindet sich die beiden, haben eine harmonische Verbindung. Die Sonne gibt noch die Kraft, auch die Klarheit, die Orientierung und die Kraft und Mut, das liegt an Mars. Natürlich spüren in erster Linie, dass die Wassermann-Geborenen diese Mars-Energie, indirekt auch die Zwillingsgeborenen, aber das wirkt auf uns alle. Mars. Mars ist eine männliche Energie. Das ist Ares, der Kriegesgott in griechischer Mythologie, der Geliebte von Venus oder Aphrodite. Und von dieser Beziehung wurde Amor geboren. Also hier bei Mars-Energie handelt es sich um männliche Energie, aber wir Frauen haben auch diesen Mars-Einfluss, weil Mars brauchen wir uns durchsetzen im Leben, uns zu wehren, mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen und tatsächlich die Bewegung, auch Sport, gehört auch unter Mars-Energie, weil die Muskulatur wird auch zu Mars zugeordnet. Wo setzen wir unsere Kraft ein? Wo sollen wir mutig sein? Das ist die Frage bei diesem Mars-Orakel. Astrologisch haben wir eine schöne Mars-Energie, sehr schön harmonisch. Natürlich, der Mondeinfluss wirkt täglich auch und es kommt auch eine schöne Mondenergie auf diesem Mars. Mond befindet sich in diesem 29. Mai im Tierkreiszeichen Schütze. Und Schütze und Wassermann harmonisieren miteinander, verbindet sich Luftelement und Feuerelement, stehen in Harmonie. Und von Steinbock kommt auch eine Unterstützung, weil das sind die benachbarten Tierkreiszeichen, kommt auch eine Unterstützung. Und dann natürlich im laufenden Tagen wird Mond dann in Tierkreiszeichen Wassermann auch übergehen. Also ganze Zeit, bis zum 4. Juni haben wir einen schönen Mondeinfluss. Es ist keine Spannung da. Also astrologisch ist die Mars-Energie jetzt vermittelt Leichtigkeit, die Luftelement, mit Sonneneinfluss auch die Klarheit, auch die Orientierung, aber auch die Lebenskraft. Und der Mond hat auch einen guten Einfluss auf diesem Energiefeld, so dass wir wirklich etwas in Bewegung setzen können. Und wie liegt diese Legung? Die Thema. Die Thema ist Spiritualität oder ein gewisser Rückzug, dass wir nichts übertreiben. Auch wenn wir diese Mars-Energie haben und das wirklich sehr impulsiv, also da bewegt sich einiges, aber brauchen wir immer wieder die Ruhe, weil in Ruhe liegt die Kraft. Mars ist nicht nur diese Kraft, was alles in Bewegung setzt, sondern Mars bedeutet auch der Mann. Der Herzensmann ist etwas still oder ist gerade im Rückzug. Die Gespräche, die Kommunikation. Astrologisch liegt der Planet Merkur, was die Gespräche, die Kommunikation symbolisiert, im Schattenseite.
es ist schwierig, offenen Gesprächen führen zurzeit. Und tatsächlich, das zeigt dieses Bild an. Es ist wie, bleibt alles stehen im Moment an. Oder wir sollen noch etwas genau anschauen, etwas noch überprüfen und erst dann etwas in Bewegung setzen im Bereich Sprache. Entweder kommt keine Nachricht momentan oder wir sollen schweigen oder es ist gerade schwierig, etwas zu klären, weil wir müssen noch etwas überprüfen. Die liebe Partnerschaft, das ist die weibliche Energie hier und Mars natürlich ist das männliche, die weibliche empfängt die männliche. Das heißt, auch wenn hier Rückzug ist und wenig Sprache, die Damen sollen die Ruhe bewahren, weil die Empfängnis ist da, also etwas nähert sich. Es kommt etwas in Bewegung in die liebe Partnerschaft, ein bisschen Geduld noch. Was machen die Männer in dieser Zeit? Sie sind noch in einer Übergangsphase. Sie schauen genau an, was sie haben, was sie zum Bieten haben und sie orientieren momentan. Das ist die Brücke, was ein Symbol ist für einen Übergang. Und von dieser Brücke kann man in beide Richtungen bewegen. Und der Mann wartet momentan. Schaut an, was sie in Hand hat, was hat zum Bieten und überlegt, in welche Richtung soll sich bewegen. Die rechtliche Lage ist etwas kompliziert. Da sind bestimmte Risikofaktoren und das bedeutet auch Verträge gerade unterschreiben. Dann, wo haben wir die Lernaufgabe, dass uns befreit fühlen und mutig zu sein, Kraft sammeln und dann etwas in Bewegung setzen. Wie ich schon sagte, astrologisch haben eine wunderbare Mars-Energie und das bis 4. Juni. Und die liebe Partnerschaft, das habe ich auch gesagt, das ist die Empfängnis, auch wenn das noch nicht sichtbar ist, die Damen können im Vertrauen bleiben, es nähert sich etwas. Welche Veränderungen kommen? Die Männer beobachten die Damen. Es ist Sicherheit, Stabilität sichtbar und das Vermitteln hier die Münzen. Die Zahl 6 bedeutet etwas aufgeben, etwas loslassen. Das heißt, die Männer überprüfen noch etwas. Das zeigt diese Karte, also brauchen ein bisschen Zeit. Die Damen sollen sich befreien von diesem Gefühl, ich fühle mich gefangen, ich weiß nicht, was da kommt. Und die Damen können sicher sein, dass die Herr die beobachtet. Also es ist die Aufmerksamkeit da und die Zahl 6 ist ein Symbol, das Loslassen. Oft handelt es sich um Gefühle wie Zweifel oder Angst. Wird das umgesetzt im Tat? Ja, es werden klare Entscheidungen da sein und kommt auch die Wahrheit ins Licht. Was ist die Fundament? Hat das eine Basis? Es kommt zu einer Verabredung, ein Treffen, aber wir sollen in diesem Bild auch betrachten, jemand beobachtet die Geschehen. Das kann natürlich eine eifersüchtige Person sein oder jemand, wo neidisch ist, aber hat das auch oft eine positive Bedeutung, dass noch jemand Aufmerksamkeit schenkt und bietet Möglichkeiten, Chancen an. Also ich fasse das zusammen. Astrologisch haben wir die ganze Zeit eine ganz starke Mars-Energie und das ist die männliche Kraft. Mit dieser Kraft setzen wir etwas in Bewegung und zeigen wir auch Mut. Mars bedeutet auch der Mann. Es ist eine fließende Energie, auch eine starke Liebesenergie. Das Bild zeigt an, noch ein gewisser Rückzug, dass wir Kraft sammeln. Die Gespräche bleiben momentan stehen und das kann ich astrologisch auch belegen. Und in die liebe Partnerschaft ist das Warten, das Erwarten und das dürfen die Damen gerne tun. Und im Vertrauen bleiben, es kommt etwas in die Tage,
ein Nachkrieg, eine Begegnung, ein Treffen, eine Verabredung. Es nähert sich schon etwas. Die Männer überprüfen noch etwas für einen Moment, bleiben sie stehen und orientieren. Was die rechtliche Lage betrifft, Gericht oder Gerechtigkeit, das läuft nicht alles reibungslos. Die Lernaufgabe besteht daran, uns von Ängsten zu befreien. Und verändert sich die Situation hier, der Herr schaut die Dame an, die Dame sieht es nicht, aber ändert sich das alles, weil er kommt in Bewegung, also er zeigt sich. Werden klare Entscheidungen getroffen, kommt die Wahrheit und die Klarheit und eine Verabredung, ein Termin ist sichtbar. Ich würde das mit Liebe verbunden, weil hier die Kelchen symbolisieren Gefühle, also eine Liebesbeziehung und es kommt zu einem Treffen, aber im Hintergrund ist noch eine dritte Person. Entweder Neid, Eifersucht oder kann was Positives bedeuten als Unterstützung oder nochmal eine Chance anderen angeboten, kann auch bedeuten. Und das war dieser Mars-Orakel und ich habe das vor, täglich ein Orakel immer einem bestimmten Planet zugeordnet veröffentlichen. Wenn ich zeitlich dazu komme, dann wird das täglich erscheinen. Jeden Tag immer der Planet wird angesprochen, der Planet, der über den Tag herrscht. Und heute bei diesem Dienstag herrscht der Planet Mars. Und wenn ich dazu komme, kommt das täglich. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.